Willkommen zurück bei Real Money Trader TV. Einblicke in den Alltag eines Profi-Traders. Wir wollen uns heute mit dem Thema Seasonals befassen, mit dem Thema Saisonalitäten und wollen uns die Vor- und Nachteile von saisonalem Trading mal genauer vor Augen führen und wollen uns mit den Tücken dieses Handelsansatzes, der gerade bei amerikanischen Tradern sehr beliebt ist, und der auch eine absolute Berechtigung hat, der aber auch sehr viele Tücken mit sich bringt, und für den Otto-Normal-Trader, für den Retail-Trader, der vielleicht weniger erfahren ist, auch so seine, ja, seine Fallen mit sich bringt. Zunächst einmal wollen wir uns die Vorteile bewusst machen. Ein Trader ist zunächst einmal, wenn er an den Markt kommt, relativ planlos und ahnungslos hinsichtlich der Marktentwicklung. Es ist grundsätzlich sehr, sehr schwierig für Trader einzuschätzen, ob ein Markt steigen wird, ob er fallen wird. Wie läuft es in der Regel ab? In der Regel ist es so, dass die Einschätzung sehr, sehr stark von der Meinung anderer, von Meinungsmachern geprägt ist. Das können Börsenkommentatoren sein, das können Banken, große Banken und Analystenhäuser sein, die eine Einschätzung abgeben von der man sich beeinflussen lässt oder an die man sich dran heftet. Das können die Meinungen von Freunden, von anderen Tradern in Foren sein, oder natürlich auch das Bauchgefühl. Aber all das hat keine statistische Grundlage. Die Einschätzungen von Banken sind natürlich auch immer interessengesteuert, das ist völlig klar. Die Einschätzung von anderen Tradern als Handelsgrundlage zu nehmen, halte ich für sehr, sehr riskant, da man natürlich davon ausgehen kann, dass die auch natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung von der ganzen Marktlage haben. Und weil man in der Regel keine validen statistischen Werte hat, ob der Trader denn oft richtig liegt oder ob er überhaupt Geld verdient. Und ob er in diesem spezifischen Markt auch wirklich Geld verdient hat, behaupten werden das viele. Aber ob es dann wirklich so ist, das wissen wir nicht. Von daher ist es ein großer Vorteil dieses saisonalen Trading-Ansatzes, dieses Elements Saisonalität. Es ist kein geschlossener Trading-Ansatz an sich. Man kann natürlich saisonale Trades machen. Ich habe auch so ungefähr ein Dutzend saisonaler Trades, die ich pro Jahr sehr beständig mache, weil die einfach sehr stabile Muster als Grundlage haben. Aber im ureigenen Sinne macht es Sinn, Saisonalitäten als ein Filterelement zu nutzen, um eine grobe Ahnung zu bekommen, in welche Richtung sollte es denn gehen, um die Gewichtung zu steuern, vielleicht in einem System, was man tradet, welches Long und Short unvoreingenommen tradet. Wo man meinetwegen, wenn die Saisonalität aufwärts zeigt, ein Systemsignal aber abwärts zeigt, vielleicht nur die Hälfte einsetzt und wenn in der gleichen Zeit ein Long-Signal käme, gewichtet man es eben voll. Das ist aus meiner Sicht eine sinnvolle Nutzungsweise von Seasonals. Vorteil ist also, Vorteil Nummer eins, wir haben eine Art Roadmap, eine Art Landkarte und bekommen eine Vorstellung, wie sollte denn es laufen. Wir müssen aber verstehen, das sind immer natürlich aufsummierte Verläufe. Das heißt, es wird jedes Jahr zum Beispiel oder jeder einzelne Handelstag wird aufsummiert, übereinander gelegt und dann gibt es einen Durchschnittsverlauf. Das heißt, der tatsächliche Verlauf wird natürlich in der Realität immer abweichen von den Seasonals. Mal mehr, mal weniger. Aber wir dürfen nicht so naiv rangehen, zu glauben, dass wir damit dann einen heiligen Gral hätten, der uns genau vorzeichnet, wann man Long und wann man Short gehen sollte. Da werden wir auch gleich noch darauf zu sprechen kommen. Der Vorteil Nummer zwei ist eben natürlich damit verbunden, wir haben ein besseres Timing, als wenn wir einfach nach Bauchgefühl traden oder nach Emotionen traden. Da ist das Timing hier deutlich besser, aber es wird auch manchmal gravierend fehlschlagen, wenn man nicht weiß, wo die Tücken für die Seasonals liegen. Von daher, es verbessert insgesamt das Timing natürlich, aber in einzelnen Fällen wird man trotzdem gravierend falsch liegen, wenn man die Seasonals falsch anwendet. Es reduziert Fehler. Das ist immer ein Faktor, der Profitabilität herstellen kann
oder sie steigern, zu steigern vermag. Also Fehlerreduzierung ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Wenn ich Fehler vermeiden kann, dann bleibt mir mehr von dem Kapital, was ich in den guten Phasen verdient habe. Und nur so kommt man überhaupt dahin, dass man profitabel wird. Aber Seasonals haben nicht nur Vorteile, sie haben auch natürlich Nachteile. Es gibt immer das Yin und Yang, auch an der Börse. Heißt also, natürlich wäre es sehr, sehr schön, wenn man einfach nur so einen saisonalen Chart anschauen müsste und sehen würde, okay, am 30. November sollte man long gehen in Markt X und am 1. Januar geht man raus. Und hat dann einen Gewinn, aber so einfach läuft es nicht. Denn die klassischen saisonalen Charts, die jeder von euch frei im Internet abrufen kann, die haben natürlich einige Fallstricke drin. Da sind beispielsweise, das ist Nachteil Nummer 1, da sind auch die Einzelevents drin. Was meine ich mit Einzelevents? Naja, der Oktober zum Beispiel schaut bei den Aktienmärkten sehr viel schwächer aus. Im langfristigen Kontext, bei der klassischen Chartdarstellung, sieht er sehr, sehr schwach aus. Nur weil dort zum Beispiel natürlich der Crash 1987 auch reinfiel. Wenn man den jetzt rausnehmen würde, wenn man diesen 87er Crash rausschneiden würde und nicht in der Statistik berücksichtigen würde, dann würde der Oktober nicht, zwar immer noch nicht gut aussehen, aber er würde weniger stark, weniger dramatisch ausfallen als er vielfach dargestellt ist in den klassischen saisonalen Charts. Ein anderes Einzelevent, wenn man mal auf die Intraday-Ebene geht, Beispiel der Donnerstag, an dem der Schweizer Franken vom Euro wieder abgekoppelt wurde. Damals hat der Schweizer Franken innerhalb von Sekunden, ich glaube, 25% zugelegt, 20, 25% zugelegt. Das müsste, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so gegen 10 Uhr vormittags unserer Zeit gewesen sein. Und da schoss natürlich der oder dadurch schießt natürlich der saisonale, der Intraday-saisonale Chart für die Donnerstage nach oben. Das heißt, ich kriege für den Donnerstag den Eindruck, wenn ich jetzt auf so einen Intraday-saisonalen Chart schaue, man kann auch Seasonals für die untertägigen Entwicklungen, für die Intraday-Entwicklungen heranziehen. Gerade davon spreche ich. Dann macht das den Eindruck, als gäbe es eine sehr gute realistische Chance, dass der Schweizer Franken im Durchschnitt immer donnerstags ab 10 Uhr kräftig aufwertet. Wenn man diesen Donnerstag von vor ein paar Jahren rausnehmen würde aus dieser Statistik, dann ist der Donnerstag völlig, ist die Saisonalität an Donnerstagen völlig unauffällig. Dieses Einzelevent verzerrt das Bild. Das ist ein Einzelevent, das ist ein Crash gewesen sozusagen, damals 1987 im Aktienmarkt. Das war ein extremer Push im Schweizer Franken, aber das sind einmalige Events gewesen. Die treten eben sehr selten auf. Wie oft kommt ein Crash vor? Alle 3, 4, 5 Jahre mal, wenn es hochkommt. Eher sogar seltener. Wie oft kommt sowas vor? So eine Abkopplung einer Währung, nachdem sie vorher künstlich an sie dran gekoppelt wurde. Das kommt so gut wie nie vor. Das heißt, wir haben dort Einzelevents drin und das ist natürlich eine Schwäche, weil es einem eine starke Entwicklung in eine bestimmte Richtung suggeriert, die gar nicht in der Regel stattfindet. Das heißt, es fehlt da die Regelmäßigkeit, wenn ich die Einzelevents mit berücksichtige. Das ist eine große Schwäche von klassisch saisonalen Charts. Ein anderer Punkt ist, also das verzerrt das Bild natürlich. Anderer Punkt ist, dass Saisonalitäten natürlich auch schon allein aus fundamentalen Gründen wandern. Es gibt fundamentale Gründe, zum Beispiel bei Rohstoffen, bei Agrarrohstoffen, ist es besonders das Wetter, warum ein Markt zu einer bestimmten Zeit im Durchschnitt steigt oder fällt, zu einer bestimmten Jahreszeit. Es sind nicht immer die Wettereinflüsse, es sind auch manchmal Erntezeitpunkte, wo dann einfach in größerem Ausmaß Hedge-Geschäfte getätigt werden, was dann den Preis drückt. Also das hat unterschiedliche Motive, aber diese Motive verändern sich mitunter. Also gerade beim Wetter erleben wir es ja sehr, sehr hautnah, dass wir einen Klimawandel haben, wo einfach auch sich die Regen- und Sonnenperioden ein bisschen verschieben können. Und das bringt natürlich mit sich, dass solche Seasonals wandern. Vor allem werden sie natürlich auch mit der Zeit im Handelskreis, im Kreise der Trader und Börsianer ein bisschen
bekannter. Und wenn ich als Trader weiß, ab dem, sagen wir mal, 30. November steigt der Euro zum Beispiel, wenn das so wäre, dann positioniere ich mich vielleicht schon am 29. oder am 28. Alleine deshalb kann es passieren, dass Seasonals wandern. Und das werden wir uns auch gerade mal anschauen. Wir sehen hier den saisonalen Chart für den Euro FX. Das ist also der Euro Future in US-Dollar gehandelt. Und wir sehen hier zwei Chartlinien drin. Eine türkisfarbene und eine orangebraune Linie. Die orangebraune Linie, da steht hier unten in der Grafik vorher dahinter und bei der türkisen Linie steht aktuell dahinter. Was ist damit gemeint? Man hat hier die letzten beiden Jahrzehnte gegenübergestellt. Das jüngste Jahrzehnt, sprich 2016, zurück bis ins Jahr 2007. Das ist die türkisfarbene Linie und das Jahrzehnt davor, also 2006 bis ins Jahr 1997, das ist die orange-braunfarbene Linie, wie auch immer man diese Farbe definieren mag. So, jetzt gibt es innerhalb dieses unterjährigen Charts gibt es Phasen, in denen beide Verläufe nahezu gleiche Schwünge haben, in denen sie also parallel laufen. Und es gibt Schwünge, in denen wir sehen, dass es auseinanderdriftet. Und ich habe jetzt mal mit diesen roten Kästchen nur die Phasen hervorgehoben, wo es einen Gleichlauf gibt zwischen dem jüngsten Jahrzehnt und dem Jahrzehnt davor. Welchen Grund hat das? Ich möchte, wenn ich Seasonals handle, möchte ich eben nicht die Einzelevents handeln, die ja sowieso zufallsbasiert sind, sich aber im saisonalen Chart auswirken können, im langfristigen, sondern ich möchte Zuverlässigkeit haben, ich möchte Regelmäßigkeiten handeln. Ich muss Regelmäßigkeiten handeln. Alles andere wäre zum Scheitern verurteilt. Das heißt, wenn ich Seasonals nutze, dann muss ich schauen, wann, in welchen Passagen unterjährig gab es sowohl im jüngsten Jahrzehnt als auch im Jahrzehnt davor, möglicherweise geht man sogar noch ein Jahrzehnt zurück, in welchen Passagen gab es eine sehr, sehr stabile Entwicklung? In welchen Phasen ist der Markt immer angestiegen oder in allen Dekaden angestiegen? In welchen Phasen ist er parallel gefallen in den Grafiken? Und da sieht man, wir haben zum Beispiel für den Euro haben wir eine Abschwächung ab Jahresbeginn, die sehr stabil ist, die so bis in den Februar hineinreicht. Die war früher, man sieht aber auch hier, die ist sehr stabil, aber die hat sich ein bisschen verkürzt, insgesamt verkürzt und vom Ausmaß her auch abgeschwächt in der jüngeren Vergangenheit. Das heißt, in den letzten 10 Jahren war sie nicht mehr so ausgeprägt. Früher ging sie zum Beispiel hier bis in den März hinein, die Schwäche. Und jetzt geht sie eigentlich nur bis ja, Mitte Februar und dann eiert der Markt ein bisschen rum und anschließend driften die Saisonalitäten aber für die letzten 10 Jahre und für die 10 Jahre davor drastisch auseinander. Während wir gesehen haben, dass es in der Zeit 1997 bis 2006, dass es in dieser Zeit ab Ende Februar bis Mitte April weiter schwächelte, sehen wir in den letzten 10 Jahren, in den jüngsten 10 Jahren, sprich von 2007 bis 2016, eine Aufwertung. Das ist also eine diametral entgegengesetzte Entwicklung. Und achtet deshalb unbedingt darauf, welchen Zeitraum, welchen Historienzeitraum die Seasonals haben, die ihr nutzt. Manche enden 2007. Das heißt, die letzten 10 Jahre sind gar nicht drin. Das ist ein großer Zeitraum. Andere haben vielleicht eine lange Historie, zeigen aber für eine Phase, die jetzt in den letzten 10 Jahren sehr stabil war, sehr impulsiv war, zeigen die vielleicht eine komplett neutrale Entwicklung, weil das wird nämlich im Durchschnitt rauskommen, wenn wir sowas sehen wie hier, dass es in den 10 Jahren davor eine Abschwächung gab, in den 10 Jahren, die wir jetzt jüngst hatten, gab es einen steilen Anstieg, dann wird das natürlich bei einem 20- oder 25-Jahres-Chart, saisonalen Chart, wird das natürlich zusammengemischt, dann kommen beide Faktoren zusammen und dann wird man für diese Zeit hier, die eigentlich jetzt inzwischen auf der Long-Seite sehr attraktiv ist, wird diese Darstellung neutral sein. Was gewichtet man stärker? Gute Frage. Man sollte natürlich immer die jüngere Vergangenheit stärker gewichten, denn es liegen ja, um es nochmals zu betonen, es liegen ja fundamentale Gründe, diesen Entwicklungen zugrunde. Und
die fundamentalen Gründe, die meinetwegen bewirkt haben, dass der Markt in den 90ern zwischen Zeitpunkt X und Zeitpunkt Y angestiegen ist, die sind ja schön und gut, die bringen mir aber heute nichts mehr. Heute bringt es mir eher was zu schauen, was war in den letzten 10 Jahren. Ich muss also, wenn ich vor der Frage stehe, was gewichte ich stärker, dann muss ich immer der jüngeren Vergangenheit die größere Priorität und Wichtigkeit beimessen. Das muss also klar sein. Zweites saisonales, stabiles Zeitfenster haben wir hier so ab Ende August, Anfang September. Da haben wir einen sehr ähnlichen Verlauf. Nur die Rallye Ende des Jahres, die man so typischerweise sieht, ab 1. Dezember bis zum Jahreswechsel, die hat sich in jüngster Vergangenheit auch abgeschwächt. Das heißt, dass dieses Muster, was wir von früher kannten und was alle genutzt haben, weil das Carry Trades waren, die da zurückgeführt wurden, das ist zwar noch da, aber das ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Und das ist die Anfälligkeit, und das ist auch das Problem. Viele von euch werden vielleicht schon saisonal getradet haben, werden irgendwo saisonale Setups gehört haben, die Trefferquoten von 85, 88, 90% haben. Ich nutze ja selbst Seasonals und ich schule sie auch. Und häufig erkennt man oder sieht man, dass die Trader, wenn sie das erste Mal saisonal traden, frustriert sind, weil sie etwas komplett anderes erwarten als das, was rauskommt. Beim saisonalen Handeln muss ich es wieder und wieder und wieder machen. Und da natürlich so eine Zeit innerhalb eines Jahres nur einmal kommt, habe ich halt zwischen dem einen Trade und dem nächsten Trade, der saisonal basiert ist, habe ich halt 12 Monate dazwischen. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach und nicht ganz so angenehm, wenn man eher sowieso der Ungeduldige ist. Und wenn man dann vielleicht auch noch mit dem ersten Trade ein Minus einfährt, dann dauert es wieder ein Jahr, bis der nächste Trade nach diesem System gemacht werden kann. Und wenn der vielleicht auch nichts bringt, dauert es nochmal 1, 2 Jahre, bis man das aufgeholt hat. Also das ist ein toller, ergänzender Ansatz, aber man darf es nicht überbewerten. Ein anderer Markt, der saisonal sehr, sehr ähnlich läuft, der sehr, sehr beständig auch über die Jahrzehnte war, ist Bauholz, Lumber. Handelt kaum ein Mensch, ist auch gar nicht bei jedem Broker, glaube ich, angeboten, dass man das handeln kann. Aber hier sieht man, dass die Kurven natürlich in der Ausprägung unterschiedlich, aber dass die sehr, sehr ähnliche Schwünge haben. So etwas mag ich beispielsweise, wenn ein Markt sehr ähnlich über die verschiedenen Dekaden gelaufen ist. Das ist etwas, was ich mag und was ich, solche Märkte handle ich dann gerne saisonal, wenn es stabile Muster gibt. Bei Zucker zum Beispiel. Zucker ist ein Markt, der auch real natürlich gebraucht wird. Jetzt im Gegensatz zu Aktien, die braucht eigentlich kein Mensch, wenn man es mal übertrieben sagt. Die konsumiert jedenfalls kein Mensch, aber Zucker wird konsumiert. Ist ein Gebrauchsgegenstand des Alltags und da ist es nicht verwunderlich, dass diese Saisonalität zwar natürlich ein bisschen gewandert ist, wenn wir das jetzt zum Beispiel hier im Sommer sehen, dann ist die Schwäche, die normalerweise Mitte April oder im Frühjahr Sommer, die Mitte April endete und dann in eine Rallye überging. Diese Rallye startet halt jetzt inzwischen in den letzten 10 Jahren eher erst Ende Mai, Anfang Juni. Da beginnt diese Stärkephase. Aber an sich haben wir sehr ähnliche Verläufe. Es gibt mal hier so eine kleine Passage der Diskrepanz. Ende Dezember war der Markt früher sehr schwach. Mittlerweile steigt er bis in den Februar hinein, im Durchschnitt jedenfalls. Aber die anschließende Abschwächung ist identisch hier. Das Tief wird ein bisschen früher, beziehungsweise ein bisschen später ausgebildet jüngst. Aber dann hier diese Rallye-Passage ist identisch. Das ist die Zeit so ab Mitte Juni. Ab Mitte Juni bis in den Juli hinein ist es sehr stabil. Dann haben wir wieder eine leichte Diskrepanz. Aber insgesamt ist das ein Markt, der saisonal sehr stabil ist. Beim S&P schauen wir auch mal drauf. Beim S&P haben wir auch eine hohe Stabilität von den Seasonals her. Sehen wir hier die Passage speziell ab Januar bis in den Mai hinein. Absolut stabil. Das ist über die einzelnen Dekaden, wenn man sie vergleicht, ein sehr stabiles Muster. Wo wir Diskrepanzen sehen, ist hier in dem Abschnitt, ja, im Mittelteil des Jahres. Also Juli, ab Ende Juni, Juli, August, September. Da sehen wir, dass es nicht wirklich immer einen Gleichlauf gibt. Da gibt es phasenweise diametral entgegengesetzte Entwicklungen zwischen den jüngsten 10 Jahren und den 10 Jahren davor.
Schauen wir uns einen anderen Markt mal genauer an, der auch sehr beliebt ist unter Tradern und bei dem wir eine Veränderung in den Seasonals sehen können. Wir haben über weite Strecken ein sehr stabiles saisonales Muster über die einzelnen über die einzelnen Dekaden. Wir sehen, dass der Markt typischerweise ab Ende September zur Schwäche neigt. Früher hat er bereits im Mitte Dezember gedreht. Mittlerweile ist es eher Mitte Januar, wo das Tief markiert wird. Aber insgesamt hier diese Passage September über den Jahreswechsel hinaus bis in den Mai hinein, bis Mai, Juni. Da ist der Verlauf über die beiden letzten Dekaden sehr stabil. Dann aber ab Juli koppelt sich der saisonale Chart der jüngsten 10 Jahre von dem der 10 Jahre davor ab. Ganz früher war es so, in den 10 Jahren zwischen 1997 und 2006 war es so, dass im Durchschnitt Erdöl einfach weiter gestiegen ist. Man hat im Februar gekauft, beziehungsweise man hat sich im Dezember in den Markt eingekauft damals und hat gehalten bis in den September hinein. Also man hat eigentlich nur 3 Monate aussparen müssen, nämlich den Oktober, den November und den Dezember auch noch so zur Hälfte und hat damit natürlich dann eine tolle Performance erzielt. Das war früher. Wie schaut es jünger aus? Jünger sehen wir, dass das saisonale Hoch häufig schon und im Durchschnitt bereits Mitte Juni markiert wird und dass der Ölpreis dann schwächelt. Das heißt, da haben wir eine 3-Monats-Periode, einen 3-Monats-Abschnitt, der diametral entgegengesetzt ist. Und ja, was wiegt schwerer? Natürlich immer, oder was ist stärker zu gewichten? Immer die jüngere Vergangenheit. Das muss jeder verstanden haben. Und jetzt schaut euch einfach mal an, wie solche Unterschiede in den saisonalen Charts zustande kommen, wenn man verschiedene Quellen hat und eben verschiedene Bemessungszeiträume. Wir haben hier 20 Jahre Betrachtungszeitraum bei dem saisonalen Chart von equityclock.com. 20 Jahre beziehen sich auf die Zeit 2016 komplett, eben 20 Jahre zurück, bis also ins Jahr 1996. Das sind 20 Jahre und das sind eben die jüngsten 20 Jahre, die letzten 20 Jahre, die da drin sind. Und da sehen wir, dass die Zeit August, September sich abgeschwächt, dass die zwar noch aufwärts gerichtet ist, aber dass die nicht mehr so steil aufwärts gerichtet ist, wie wenn man die Zeit 24 Jahre zurück, ausgehend von 2007, 24 Jahre zurücknimmt, weil da fehlen die letzten 10 Jahre. In den letzten 10 Jahren hat der Markt, wie wir hier gesehen haben, wir erinnern uns nochmal dran, hat der Markt eben sich diametral entgegengesetzt entwickelt, während er früher angestiegen ist noch in dieser Zeit, ist er jetzt gefallen. Und durch diese jüngste Tendenz, die hier in diesem saisonalen Chart von seasonalcharts.com nicht berücksichtigt ist, suggeriert es einem Trader, okay, man geht Ende Juli long und hält bis in den Oktober hinein und dann verdient man richtig Geld. Während wir diese Phase gemäß des jüngeren Charts, den wir auf equityclock.com finden, würden wir diese Phase nicht wirklich als attraktive Trading-Phase bezeichnen. Attraktiv schaut hier aus die Zeit ab Mitte Februar bis, ja, bis Mitte, Ende März auf jeden Fall, idealerweise sogar bis in den Mai hinein. Das ist eine sehr stabile saisonale Phase. Aber hier oben dann dieses Gezackere, das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass es ein Mischmasch oder eine Mischung, eine Aufsummierung aus den letzten 20 Jahren ist, wo wir 10 Jahre die Entwicklung eher abwärts gerichtet hatten, in den jüngsten 10 Jahren und in den 10 Jahren davor eher eine aufwärts gerichtete Entwicklung hatten. Wie verwendet man also Seasonals? Man sollte immer einen Vergleich haben zwischen verschiedenen Dekaden, Minimum 2 Dekaden zurück und diese vergleichen. Ich würde immer dazu raten, dass man auf stabile saisonale Zeitfenster geht, die über die Dekaden hinweg stabil waren. Und selbst dann werdet ihr noch Ausnahmefälle erleben. Macht euch nicht die Illusion, dass es damit dann perfekt laufen wird. Das wird es nicht. Es wird auch da sind natürlich die Ergebnisse immer nur aufsummiert und es wird ein Durchschnitt gebildet, ein Durchschnittsverlauf, den wir dann da sehen. Wenn ihr saisonale Charts nutzt und gegenüberstellt, was ist wichtiger? Immer die jüngere Vergangenheit stärker gewichten für die Entscheidungsfindung.
Also nicht sagen, ah, aber früher war es doch so oder im Durchschnitt schaut das so und so aus, sondern achtet auf die jüngere Vergangenheit, die wird euch da gut leiten. Und wenn ihr eigene saisonale Charts erstellt, dann braucht ihr natürlich eine gute Datengrundlage und ihr braucht eine gewisse Programmierfähigkeit. Ich habe die nicht, aber ich habe dankenswerterweise einen Programmierer in meinem Team, der das sehr, sehr gut macht und der gemeinsam mit mir saisonale Charts ausarbeitet, die abweichend sind von dem Mainstream, den man so auf den ganzen Webseiten gratis bekommt. Denn wir wollen stabile Saisonalitäten hervorheben und herausarbeiten und nicht den gleichen Wischi-Waschi-Kram, der natürlich toll und hilfreich ist und wo ich sehr dankbar dafür bin. Ich habe in meiner ganzen Trader-Zeit sehr, sehr viel auch die saisonalen Charts von den besagten Webseiten genutzt. Aber wenn wir jetzt wirklich mit viel Kapital handeln wollen und da präzisere Trades machen wollen, das funktioniert ja alles und das ist auch sehr wichtig, dass es diese saisonalen Charts so gibt, die gratis bereitgestellt werden. Aber wenn es um das bessere Timing geht, dann muss ich eben eher so vorgehen, wie wir es gerade besprochen haben. Ich muss mit Standardabweichung arbeiten, ich muss Extreme rausrechnen, ich muss also schauen, wie kriege ich es raus, welche Passagen im unterjährigen Chart wirklich stabil sind, über die einzelnen Dekaden, über verschiedene Jahre hinweg stabil sind und welche sind sehr, sehr stark gewandert. Das ist da die Quintessenz dabei. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Erfolg mit euren saisonalen Trades und natürlich auch mit allen anderen Trades und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.